Freunde, einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Yoshis. Ich muss aufstoßen. Woolly World. Na, da kam gerade noch das Mittagessen. Ich habe gerade Mittagspause gemacht. Wir gehen in das letzte Speziallevel und eigentlich wahrscheinlich das letzte normale Level des Games, Freunde. 6S, Lavafluss der Skelett-Birdies. Ich bin sehr gespannt, was hier passiert. Und hiernach, insofern wir das in einer akzeptablen Zeit schaffen, werden wir natürlich noch das Boss-Pavillon abchecken. So, und ich glaube, ich muss jetzt hier nicht ein Hellseher sein, um zu behaupten, dass das jetzt, oder um zu wissen, dass das jetzt hier wahrscheinlich ein Level ist, wo wir vermutlich nicht viel Pause bekommen. Na? Das wird wahrscheinlich ein Level sein, wo wir einfach niemals sicheren Boden unter den Füßen haben werden. Das wird ein reines hier Flug und von Plattform zu Plattform springen Level. Aber ich muss sagen, ich glaube, dass das, oh Gott, machbar wird. Und in dem Moment mache ich den Schub. Es gibt wahrscheinlich einfach eine festgelegte, vorgegebene Route, die wir düsen müssen. Ja, einfach eine, wie soll ich sagen, na, einen richtigen Weg, den man gehen muss. Den muss man halt für sich herausfinden. Ne? Und dann schaffen wir das schon. Natürlich, das muss jetzt nicht im First Try alles klappen. Och, Digga. Und das ist jetzt dumm. Okay, also, das ist nicht so schwer. Warum stelle ich mich hier so an? Also, ich meine, der erste Tod, der war ein bisschen ärgerlich. Da bin ich so ein bisschen aus dem Rhythmus gekommen. Aber ich sehe das jetzt, muss ich sagen, als nicht so schwer. Ne? Ihr merkt es auch, wie schnell hier diese beiden Blumen hintereinander kommen. Ich glaube, man darf jetzt nicht zu schnell sein. Man muss halt wahrscheinlich wissen, wann der Moment gekommen ist, wo man weiterdüst. Genau. Weil ich glaube, alle hier Lavasäulen, alle Plattformen folgen einem ganz bestimmten Pattern. Und wenn wir das hinkriegen, dann wird das schon was. Oh nein. Verdammt, den hätte ich treffen müssen. Okay. Das ist jetzt eine neue Info. Das ist jetzt eine neue Info, die ich nicht auf dem Schirm hatte. Dass ich Wolle brauche. Okay, dann habe ich mir jetzt hier mal eine mitgenommen. Dann schauen wir doch gleich mal nach. Aber wie gesagt, Freunde. Ich bin guter Dinge, dass wir das schaffen. Ich meine, hier können wir die Wolle nicht mitnehmen. Ich meine, da war vorhin wahrscheinlich ganz absichtlich so ein laufender Vogel dann nochmal, dass man sich den mitnehmen kann. Ich meine, ich hatte ihn ja auch dann gefuttert. Es war leider nur ein Tick zu spät. So, und das war leider nicht der Treffer, den ich wollte. Oh, ich bin sogar unten durchgekommen, aber das war's. Ah, Mist. So, Freunde, jetzt aufgepasst. Das war genau der Treffer, den wir gewollt haben. Ich habe sogar jetzt am Anfang zwei Wollen bekommen. Na, ich habe sogar zwei Birds am Anfang jetzt futtern können. So, und hier müssen wir jetzt sehr aufpassen. Ich versuche so gut es geht, in der Luft zu bleiben. Aua. Ja, okay, um Herzen kümmere ich mich später. Mhm, das war ein Treffer. Das hat gepasst. So, eine Wolle nehme ich jetzt mal noch mit. Oh Gott, ich brauche hier drei Wollen. Oh, Bruder. Oder? Geht das? Kann ich mich hier noch retten? Ja, kann ich. Okay. Das ist krass. Das hätte ich nicht gedacht, dass wir hier noch lebend durchkommen. Aber das Gute ist, dass diese Lavamonster nicht zurückdüsen. Also normalerweise drehen die ja dann immer irgendwann um. Aber das tut der nicht. Oder das tun die nicht, ne? Die düsen nur in eine Richtung. So, jetzt nehme ich erstmal dich mit. Okay. Ich würde sagen, soweit noch alles okay. So, dich werfen wir hoch. So, dann nehmen wir dich mit. Okay. Dann versuche ich jetzt die Höhe beizubehalten. Also außer die Herzen würde ich... Oh nein. Würde ich sagen, war das ganz okay. So, und jetzt fehlt mir hier Höhe. No! Ich glaube, das hätte das Ende sein können. Oh, aber guter Try. Sehr guter Try. So, Freunde. Ich bin wieder hier. Ihr kennt das ja mittlerweile, diesen Ort.
Und ich mache das tatsächlich deutlich besser als beim ersten Mal. Jetzt nehmen wir uns hier noch die Wolle mit. Und dann nochmal hier drauf. Yes, Freunde. Wir sind oben. Nein. Da hat mir ganz bisschen Höhe gefehlt. So, ich düse jetzt hier nochmal runter. Und jetzt? Oh mein Gott. Wie soll man die Wolle bekommen? Oh mein Gott, ich muss die Wolle mitnehmen. Ich muss die Wolle mitnehmen. Und dann nochmal auf dem Vogel landen. Erst Wolle, dann Vogel. Aber warum hatte ich 19 von 20 Kristallen? Das war gruselig. Oh mein Gott, Freunde. Ich bin deutlich höher als davor. Okay, aber ich habe wieder nur 19 von 20. So. Und jetzt hier dich mitnehmen und dann da drauf. Okay. Ah, und jetzt wird hier geguckt, ob ich noch eine Wolle habe. Und aus irgendwelchen Gründen hatte ich noch eine Wolle. Und war es das? Yo, hä? Also ja, es war schon herausfordernd, aber ich würde zum Beispiel sagen, dass das Audrey-Level, wo man von der Pflanze verfolgt wurde, deutlich herausfordernder war. Aber ich will mich nicht beschweren. Das ist ein 100% Playthrough, Freunde. Das ist ein stabiler 100% Playthrough von diesem Level. Und damit haben wir alle normalen Level abgeschlossen. Wir kriegen jetzt nochmal einen zusammen. Oh, auf dem Volatil hat sich ein neuer Level geöffnet. Okay, ich glaube, Freunde, das war's noch nicht. Holy shit. Okay. Was bist du? Ein NES-Yoshi, oder? Yo, wie geil. Haben wir jetzt den ultimativen Level freigeschaltet? Oder was geht jetzt ab? Oh mein Gott, ey. Stern S. Wundervolle Wollwelt. Ach du Kacke. Ist das jetzt so ein Level, was mich komplett durchnimmt? Alter, ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich hab richtig Angst. Aber wir schauen mal, Freunde. Wir schauen mal, was das für ein Level wird. Und vor allem, wie schwer es wird, ne? Das ist ja immer noch die andere Frage. So, okay. So, dann, Freunde, würde ich sagen, streichen wir... Aua. Oh, Bruder. Ich kann das essen. Dann streichen wir das mit dem Boss-Pavillon heute. Und dann sagen wir jetzt einfach an der Stelle, willkommen zum geheimen finalen Level. In Yoshi's Woolly World, würde ich an der Stelle doch mal behaupten. So, jetzt muss ich hier, genau, immer das bisschen mitnehmen. So, aufpassen, ich will den Kristall auch noch. Okay, war useless, aber wir schaffen das schon. Dann nehmen wir dich raus. Und man kriegt hier aber sehr wenig, okay, sehr gut. Man kriegt hier sehr wenig Wolle zum Werfen. Okay. Und das sind natürlich Level, wo man immer, ja, leicht den Schuh macht. So wie ich es gerade tue. ja, das, sieht nicht gut aus. Schade! Och, Mann, da habe ich ihn wieder aufs Maul bekommen. Oh, der ist aber auch fies platziert. Geil. Und jetzt habe ich ihn nicht mal erledigt bekommen. So, kann ich mich noch retten? Ja, kann ich. Okay, okay. Ich krieg halt weiterhin aufs Maul von ihm. Was nicht so schön ist. Okay. Ich muss jetzt aber hier trotzdem noch probieren, an den letzten Kristall ranzukommen, weil ich nicht genau weiß, was abgeht. So, okay, also. Wir gehen aus dem ersten Level raus. Oder aus dem ersten Abschnitt mit 4... Münzen und einer Blume. Ob das gut ist? Kein Schimmer. So, und ich merke schon. Okay. Ja, das ist jetzt einfach, das ist jetzt so ein Level, was quasi die Welten, ne? Die existierenden Welten nochmal so ein bisschen zusammenfasst. Aber das Gute ist, bei den Flammen hier kriege ich frische Munition. So, nehmen wir dich mit. Das ist sehr angenehm. Klar kann man hier immer noch leicht aufs Maul bekommen. Aber das ist deutlich chilliger. Aber hier alle Kristalle mitzunehmen, ist wiederum... Ja, alles andere ist geil. Mhm. Ach stimmt, die muss ich jetzt abwerfen, ne? Ja. Okay. Aha, was haben wir hier? Die zweite Blume.
So, dann lasse ich den jetzt einfach kurz schleudern. Ja, das passt. Wobei, auch er könnte noch hier einen geheimen Fragezeichenflatterer haben. Hat er nicht. Okay. Zweiter Abschnitt. Eine Blume, eine Wolle. Und zwei Stempelmünzen extra oben drauf. Oh, damn, ey. Also hier zu wissen, wann man alles hat, ne? Ist ja auch quasi ein Ding der Unmöglichkeit. Aua. Okay, also ich glaube, die Sache mit den Herzen, ne? Diese Sache mit dem ein Level mit allen Herzen schaffen. Das könnte hier alles andere als einfach werden. So, dann geht das Spielchen jetzt hier weiter. Ah, da drüben war eine Wolle, die habe ich gesehen. Die habe ich genau gesehen. So, der muss uns das jetzt einmal bitte kaputt machen, genau. So, und dann düsen wir jetzt einmal hier unten lang. Aha, aha. Okay, die haben das sogar schon frei gemacht. Geil, das Gute ist halt, dass die Regenbögen wirklich super schnell wiederkommen. Also, das Level ist herausfordernd, ja. Aber ich habe aktuell nicht das Gefühl, dass das hier ein Ding der Unmöglichkeit ist. Also, ich vermute, wir werden hier nicht im First Try die 100% mitnehmen. Aber das wird jetzt nicht wie ein Level, wo die Collectibles, sage ich mal, so hardcore versteckt sind, oder? Oder so, ne? Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Aua. Und man verliert auch nur so viele Herzen, wenn man, wie wir, wirklich die ganzen Secrets sucht. Ich glaube, wenn man hier einfach nur zockt, um irgendwie zu überleben und gut durchzukommen, dann kriegt man das schon hin, würde ich jetzt mal behaupten. So, warte mal. Ich muss irgendwie auf den hoch, genau. Weil da oben nochmal was ist. Alles klar. So, das wäre jetzt theoretisch Welt 3, oder? Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das hier geht. Oh boy. Oh nein. Jetzt gehen die Fische los. Jetzt geht die Fisch-Action los. Die One-Shot-Fische. Sie sind am Start. Aber wird schon, wird schon. Je mehr wir jetzt von der Welt sehen und je mehr wir jetzt kapieren, was hier so abgeht, desto besser. Desto besser. Okay, der macht das alles weg. Okay, da kann ich mich da einfach an das Seil hängen. Dann bin ich am Seil safe. So, hier oben wird jetzt vielleicht gleich wieder irgendwas runterdroppen. Ja, zwei von denen. Okay, ich kann die aber auch instant töten, indem ich sie einfach mit ihrer eigenen Wolle quasi abschieße. Da werfen wir so drauf. Ah, der hat mich jetzt erwischt. Okay, da muss ich mir noch eine Lösung überlegen, wie ich das überlebe. Und das Level ist halt lang, ne? Das ist halt... Oh boy, oh boy. Das ist halt ein Level, was vor allem durch die Länge dann schwierig wird. Okay. Bruder. Da haben sie mich hops genommen. Da haben sie mich hops genommen. So, Freunde. Jetzt bin ich hier schnell genug. Und dann überlebe ich das auch. Ich habe wieder nicht viele Leben. Also ich bin aktuell noch nicht sehr gut darin, meine Leben zu behalten. Ne? Muss ich jetzt fairerweise zugeben. Ja, aber ich meine, immerhin habe ich jetzt wieder 10, I guess. So, und was passiert jetzt hier? Oh, Bruder. Und jetzt kommen doch safe Pinguine hier drauf. Die Bock haben zu sliden, ne? Ja. Okay, alles klar, alles klar. Boah, ist das heavy. Okay, okay, okay. Aua. Ah, nee, stimmt. Die Pinguine selber machen mir ja nicht mal Schaden, ne? Es sind dann die Pflanzen. Oh, die mich dann fressen. Es sind dann die Pflanzen, die mich fressen. Okay, man muss von vornherein dafür sorgen. Aua, ja. Man muss von vornherein dafür sorgen, dass hier die Pflanzen raufgehen. Boah, okay, das ist heavy. Und dann darf man wieder alles von vorne tun. Mhm. Ah, ja, 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 cool. Mir offenbart sich langsam die Schwierigkeit dieses Levels. So, Freunde. Da sind wir wieder. Ah, diesmal bin ich sogar mit vollem Leben da. Aber wie wir jetzt schon herausgefunden haben, muss es unsere Mission sein, so schnell wie möglich die Pflanzen zu entfernen. Na, also, diese Passage lebt, glaube ich, ausschließlich davon, dass man hier die Pflanzen entfernt. Ja. Und dann irgendwie noch, ich weiß noch nicht wie, parallel die ganzen Kristalle einsammelt. Wow. Jetzt habe ich hier sogar die Blume verpasst. Boah, ist das evil. Ja, und ich habe safe auch noch Stempelmünzen verpasst. Also das
ist definitiv die schwerste Passage in diesem Level bisher. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Und jetzt kommt ja auch noch der Hund. Okay. Na dann, auf geht's, Bro. Finale mit Dog. Ach, du Kacke. Und da muss mir Kamek jetzt den Weg freischießen. Oh, wer hat denn das für eine gute Idee gehalten? Okay, und oh Gott, jetzt muss ich auch noch Dinge timen. Oh, Bruder. Das kann mal was werden. Das kann mal was werden. So. Wir sehen, dass wir hier drüben... Warte mal. Ah, er muss jetzt erstmal den Weg freischießen. Oh, man. So, du machst mir hier den Weg frei, genau. Aber, nee, dann sind wir immer noch nicht safe. So, jetzt sind wir safe. So, und dann lenken wir den Meister hier rüber. Und dann da runter. Dann nimmt er die Wolle mit und jetzt kommt er nicht aus seiner Höhle raus. Okay, doch, alles gut. Lauf, 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 Bro, lauf. Okay, wir chillen, wir chillen, wir chillen. Oder nee, ich muss hier nicht mal chillen, ne? Genau, wir nehmen einfach dich mit. Dann warten wir nochmal eine Runde. Okay, let's go, Dog. Sehr gut. So, dich nehmen wir auch noch mit. Oh, es ist sehr unberechenbar, was hier passiert. Nein! Och, Mann! Bruder, ist das ein Crap. Wow. Oh, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich nehme jetzt den Trickanstecker mit, der mir die geheimen Kristalle zeigt. Damit ich einfach in dieser Eispassage nicht wie so ein Volltrottel versuchen muss, jeden Kristall mitzunehmen, weil ich nicht weiß, welcher echt ist und welcher nicht. So, den kleinen Bonus gönne ich mir jetzt einfach. So, Freunde. Da sind wir wieder bei meinem Lieblingsabschnitt dieses Levels. Und irgendwie, ja, jetzt geht's wieder los, dass ich die nicht treffe, ne? Jetzt geht's wieder los. So, jetzt ziehe ich erstmal den hier weg. Dann feuere ich dich auf den drauf. Genau, dann machen wir das Ganze so. Genau. Also ich muss halt, glaube ich, mit dem Pinguin absolut direkt treffen, ne? Also wenn die jetzt so ein bisschen rutschen, das juckt die Pflanzen nicht. Und jetzt habe ich schon... Ach, Bruder, ich habe die Blume vercheckt. Ich habe die Blume vercheckt. Aber, okay. Naja. Ich weiß sowieso nicht, ob ich es schaffe. Okay, also ich habe, glaube ich, alles außer die Blume. Was prinzipiell schon mal nicht schlecht ist. Na, man muss dann halt wirklich instant da drüben auf der Seite stehen. Das ist ein bisschen fies. So. Aber sorry, also hier dieses Finale mit Kamek und Pucci. Also mit zwei Elementen, die du quasi kaum selber beeinflussen kannst. Sorry, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also, naja, ne? Geil. So viel auch zu. Ich schaffe das Ganze mit vollen Herzen. Bitte lauf, Hund. Bitte lauf. Oh, das Ende hätte jetzt nicht sein müssen, wenn ihr mich fragt. Aber wir probieren jetzt einfach unser Bestes. So. Kamek, mach hier mal den Weg frei. Du hast quasi mit Kamek und mit dem Dog einfach zwei Elemente im Level, auf die du keinen Einfluss hast. Oder auf die du halt nur beschränkt Einfluss hast. Würdest du bitte rüberkommen, Dog? Dankeschön. Was? Oh mein Gott, ist dieses Finale weg. Mann, ey. Boah, dieser Köter, ne? Dieser Köter. So, Freunde. Jetzt flattern wir hier einfach so lang. Genau, wie geht. Und dann liefert der Kollege uns hier oben ab. Das Problem ist, ich habe die Blume in der Eispassage nicht, ne? Das ist das große Problem, Freunde. Ich habe die Blume nicht. So, jetzt fliege ich einmal zum Mond. Ja, mir fehlt eine Blume. Und ich glaube, das war's. Das wäre, glaube ich... Freunde, das wäre er. Ich glaube, das wäre mein 100% Playthrough von diesem geheimen Level. Nee, noch nicht ganz. Oder doch? So, da ist er. Warte mal, warte mal. Mir fehlt eine Stempelmünze. Mach doch jetzt nicht diesen mit mir. Aha. Was kriege ich hier? Aha! Okay. Yoshi! Und da ist die letzte Stempelmünze. Jawollo! Und ich darf nochmal rein. No. Aber trotzdem ein schönes Level. Ich muss sagen, ich finde die Eispassage ein bisschen sehr nervig. Mit dem Instant-Tod an den Stacheln an der Seite. Das wirkt ein bisschen fies. Und auch die Blume ist halt so...
so schwer zu bekommen, weil sie so umbaut von Pflanzen und Pinguinen ist. Es ist so schwer, da irgendwie ranzukommen, aber schaffen wir schon noch. Trotzdem, geiles Gefühl, es geschafft zu haben. Sehr, sehr geiles Gefühl, es geschafft zu haben. So, du hast 1100 Stempel auf Nähe gefunden und damit kriegen wir hier die letzten Stempel. Und noch einen komplett weißen Yoshi jetzt, oder was? Yo, der glitzert! Platin-Yoshi! Wie cool ist das denn? So, Platin-Yoshi, dann bring mich doch noch zur vierten Blume. Please! Let's go, Friends! Ich habe die letzte Blume eingesammelt. Ich habe sie einfach mit einem Wollknäuel abgeworfen. Das hat sich für mich am sinnvollsten ergeben. Trotzdem, die Eispassage war wirklich einfach nur Schmutz, Digga. Einfach nur Schmutz, Digga. So! Jetzt haben wir noch einen goldenen Stern und der bringt mir, glaube ich, nicht mehr was. Wie ist denn das jetzt, wenn ich jetzt angenommen in den Titelbildschirm zurückgehe? Hat sich irgendwie an meinem Spielstand was verändert? Dafür, dass ich irgendwie alles auf goldenem Stern habe? Nee, ne? Bleibt weiterhin einfach nur eine Sterndatei. Okay, dann werden wir beim nächsten Mal auf jeden Fall noch den Boss-Pavillon spielen. Und dann ist hier, glaube ich, Schicht im Schacht. Freunde, ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Hübi. Ein großes Dankeschön an JT90, Lord Darkflo und Heilang für euren Riesensupport mit der dicken Kanalmitgliedschaft. Ich danke euch, dass ihr dieses Projekt so am Leben haltet.